So, hier einmal die aktuellste Firmware. Also egal, wo man jetzt toucht, dann wird als erstes die Uhrzeit angezeigt und zusätzlich noch die Batterieladezustand. Wenn man jetzt unten toucht, dann wird das Display heller oder dunkel. Wenn ich jetzt oben touche, dann halt nächstes Menü. Und wenn ich dann unten berühre, aktiviert oder deaktiviert sich der Pulssensor. Und in dem Menü bleibt er dann auch 50 Sekunden an, damit man auch ordentlich den Puls sehen kann. Also wenn ich jetzt den Finger drauf halte, dann sieht man deutlich den Pulsausschlag. Und beim Reden ändert sich das natürlich auch wieder. Wenn ich jetzt nochmal oben drücke, dann wird einfach nochmal das alte Menü angezeigt, also wie viel Batteriespannung und die Uhrzeit auch nochmal, der Bewegungssensor, der Puls wird da auch noch mit angezeigt. Also jetzt ist sie natürlich wieder ausgegangen. Wenn ich dann noch ein Menü weitergehe, dann wird nochmal das Fußtestbild angezeigt und noch ein Menü weiter ein anderes Fußtestbild. Und nochmal, dann ist man wieder beim Anfang. Ich habe jetzt auch keine Probleme mehr damit, dass die Uhr einfach so aufwacht, weil ich die Schlaflegefunktion einfach komplett geändert habe und mit in den Loop reingemacht. Und ja, wenn die Uhr aufwacht, dann guckt sie erstmal nach, ob sie denn schlafen soll oder nicht und schläft sonst direkt wieder ein und macht gar nicht erst das Display an. Ja, das soweit.